Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem besonderen Let's Play Jurassic World Evolution. So wie ich sehe, haben wir sogar hier schon so ein Brutdingsbums hingebracht. Das ist gut. Und wir haben Fossilien gefunden. Wir werden das nämlich genauso machen wie sonst immer auch. Die Fossilien, die wir zu extrahieren haben, extrahieren wir. Alles, was wir sonst behalten, behalten wir. Und wenn wir ein ganzes Lager nur voller Rohstoffe haben, dann verkaufen wir das alles. Besser jetzt nicht. Inzwischen in unserem Park. Unser Expeditionszentrum ist wieder bereit, seine Reise anzutreten. Wir haben auch gleich den Chungkingosaurus sozusagen vollständig. Dann wird es nicht mehr viel geben. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Zu einem wollen wir diesen Bereich hier ein bisschen erweitern und mal gucken, was wir hier noch für Gäste hinbauen können. Unter anderem brauchen wir doch sicher auch noch einen Bunker für sowas. Wenn hier nicht auch. Weil, wenn man sich die Range von den Bunkern ansieht, wenn ich mal einen finde. Ich baue einfach mal einen hin. Dann wisst ihr, was ich meine. Hier ist ein Bunker und die Bunker haben hier diese Range. Ja, diese Range brauchen wir auch hier. Und das machen wir genau so. So, ein bisschen schräg. Verbinden wir mit dem Weg. Dann haben sie wenigstens was zum Reinlaufen für hier. So. Ist doch wunderbar. Haben sie wenigstens wieder einen Bunker. Und wenn wir hier noch einen bauen, dann decken wir sozusagen den Bereich damit komplett ab. So. Seht ihr? So geht's. So können die Besucher nun auch von diesem Gebiet aus alle rein. Ich werde nämlich jetzt Folgendes machen. Zuerst einmal machen wir aus dem hier eine Kampfarena. Glaube ich. Aber wir haben die Quest noch nicht, oder? Warte. Isla Muerta Verwaltung. Aufträge. Zeit für ein Upgrade. Das werden wir noch machen. Stromaufwärts verhindern Sie 10 Minuten lang Stromausfälle. Hai-Verdiener verdienen Sie so viel pro Minute. Fuß vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Das wird einfach wundervoll. So. Nachdem wir das geschafft haben, können wir hier noch ein Wissenschaftszentrum hinbauen oder ist das zu groß? Hier hinten kann man es hinbauen. Bisschen drehen. Da war nämlich gerade was blau. Da. Na. Oh. Ah. Da ist es. Was ist es so jetzt? Und so jetzt auch. Jetzt nur noch etwas Strom. Und dann sind wir damit fertig. Also die ganzen Terrainbeschränkungen, die sind schon etwas hart, finde ich.
haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass sie für den Auftrag geeignet sind. Der kämpft. Der kämpft. Jetzt wollt ihr doch so eine Kampfarena haben. Touristen lieben Fotos. So können sie ihren Kumpels daheim beweisen, dass sie tatsächlich Dinos gesehen haben. Diese Abteilung braucht ebenfalls Bilder. Ich muss noch hier etwas Strom hinbauen. Denn die Range, die Range. Da! Jetzt haben wir Strom für den Zaun. Und das ist das Beste von allen. Doch wir machen nur für kurze Zeit eine Art Kampfarena. So werden wir hier auf unseren Kosten einen Dilophosaurus. Und nehmen wir einen Ceratosaurus am besten. Ein teures Unterfangen. Und was noch? Wer kämpft? Wer hat zuletzt gekämpft? Ein Triceratops hat gekämpft. Kann man hier noch eine Ranger-Station hinbauen? Tatsächlich. Hätte ich das mal eher gewusst. Hätte ich schon noch woanders hingebaut. Ja, zum Beispiel hätte noch einer hingepasst. Das ist aber ein Eingangsbereich. Ach, damn. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt so. Ich nehme diese Ranger-Station. Fahr das Auto. Füge eine Aufgabe hinzu. Nein. Ich brauche erstmal ein Tor. Ohne Tor geht das alles nicht. Ohne Tor geht nichts. So. Dann werden wir jetzt nämlich mal. Erstmal die Expedition wieder losschicken. So. Die Fossilien extrahieren. Extrahieren. Nö. Bing, bong. So, wir haben wieder so einen Stein. Mit diesem Stein kann man innerhalb kurzer Zeit Millionen verdienen. So, hier haben wir einen Dschungel. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe definitiv noch eine bessere Idee. Dafür darf aber der Raptor nicht ausbrechen, das wird er sicher. Willst du mich verarschen? Das war doch perfekt eben. Oh, das reicht mich schon wieder auf. Wo keine Elektrizität ist, kann ich hin. Wir brauchen ein Kraftwerk. Ich werde aber keins in Gehege reinbauen. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme dieses Stück weg. Müsste ich eigentlich genug haben zum Ebenen. So, dann versuche ich das jetzt mal. Nehme ich ein Betriebsgebäude? Nein, Strom. Stromgebäude. Hier hinten wäre doch ein perfekter Platz für sowas. Es ist aber nicht. Es gibt nirgendwo einen Platz für sowas. Das Einzige, was ich machen könnte, ist das Gehege hier verkleinern. Das mache ich jetzt auch.
So. Elektrozaun, die Dinosaurier kann freigelassen werden. Das mache ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Wir gehen jetzt nämlich hier hin und puff. So. Jetzt habe ich immer noch Platz für so ein Ding. Ja. Der Moment, wenn man einen Zaun kürzer macht und dann plötzlich die Gelegenheit hat, hier was hinzubauen. Naja, sah sowieso kacke aus. Wie verbaut. Nimm das. So. Ziemlich hochwertig und so weiter. Werde ich auch gleich mal. So. Denke, das reicht. Dann dürfte der Zaun von hier bis da auch endlich gleich voll sein. Stehen 5 Einheiten, die zu bestromen zu sind. Moment, jetzt werde ich aber auch mal nachgucken, ob ein Sturmwarner das auch komplett abdeckt. Sturmwarner, ja. Unser Sturmschützer macht nämlich gar nichts davon. Keiner hin? Hallo, ich will den hinbauen. Oh, das ist schlimm. Kann ich nicht irgendwie upgraden? Der nächste Sturm macht auf jeden Fall wieder einen immensen Schaden. Naja. Ich muss nur vor den nächsten Sturm fertig werden. Mehr nicht. Ich werde einfach mal einen Chungingosaurus holen. Derzeit werde ich mir einen neuen erschaffen. Bessere Idee. Ich erschaffe hier einen Chungingosaurus. Ausbrüten. Dann nehme ich mir nämlich einfach die Ranger-Station. Die habe ich dort. Mit der fahre ich jetzt einfach darunter. Ich werde einfach der eine Aufgabe zuteilen hier. So, muss sowieso nachfüllen. Mal sehen, ob die kämpfen oder ob der Raptor gleich auf es losgeht. Das werden wir gleich wissen. Die müssen ja sowieso auch nachgefüllt werden. Regelmäßig. Damit die Raptoren auch was zu essen haben. Denen geht es doch hoffentlich auch sehr gut. Also, reden können sie.
Da kommen sie schon. Ja, da hat's wohl ein bisschen eilig. So. Jetzt werde ich mir Folgendes machen. Während ich warte. Oh, bitte nicht. Ich will jetzt keine Post haben. Auffüllen, abgeschlossen. Okay, das war ein bisschen komisch. Wir werden jetzt hier in dem Gehege rumfahren. Bis. Bis wir. Genau wie jetzt. So, jetzt gehen wir wieder zu unserem Auto und fahren dahin. Hörst du wohl auf damit? So, gucken wir uns mal den Großen da an. So, er offenbart uns eine Möglichkeit, den Screenshot zu ballern. Ballere! Na bitte! Nehmen wir einfach mal das Geld und warten, bis das findet passiert. Man im Lehrbuch unter Abliefern. Raptor! Du sollst gegen den da kämpfen? Die greifen mich an. Das ist trotzdem toll. Auge in Auge mit dem Boss. Die Details sehen toll aus. Mach doch mal ein Bild! Ich habe nicht ewig Zeit. Sieht so aus, als wäre dieser Chunkingosaurus nicht gerade der Kandidat für Dinosaurierkämpfe, na gut. Da probiere ich es mit jemandem anders eben aus. So, den Ceratosaurus. Wiederholende Speziesstrafe. Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor. Das ist mir eigentlich jetzt egal, weil ich will. Genau. Ohne Cursor, wenn es geht. So. Ich habe das Gefühl, es sieht so ein bisschen beängstigend aus. Irgendwie versammeln sie sich alle um mein Auto?
kämpft. Greif an. Los, greif an. Nein! Es rennt er weg! Reicht's mir. Schieß ich den ab. Füge Aufgabe hinzu. Ich muss das irgendwie hinkriegen, ey. Selbst wenn der Raptor jetzt nochmal kämpft, ey. Der hat schon gekämpft. Der hat aber keine Attacke gemacht. Drohgebärde und dann hat er gesehen, ja, das lohnt sich nicht. So. Bleib stehen! Das ist so geil, ey. Ohne Scheiß. Er. Bringt zwar nur 1000, aber was soll's. Nein, du greifst mich nicht an. Wir haben sie an die Dinosaurier, der kämpft. Da hin? Wo ist das Auto? Da. Ich sehe es nicht weg. Zehntausend. Und er. Und Screen. Sieht toll aus. Kann ich mal eine sammeln. So, jetzt einfach mal aus sicherer Entfernung gucken, wie jetzt der mit den Raptoren interagiert. Greif mich jetzt nicht an, ne? Bleiben wir einfach mal stehen und gucken mal, was passiert. Hier habe ich nämlich das Gefühl, da liegt etwas in der Luft. Ja. Das ist ein tolles Bild. Hoffe, ich zähle das als Kämpfen. Ich kenne ja! Meine Fotografie super! Aus. Nicht so gut wie Sie. Bemerkt. Ja. Speichere ich als Screenshot. Man sieht zwar ein bisschen Auto, aber was soll's.
Wo ist das Vögelchen? Mehr als nur erledigt. So, dann. In einen Hammond Entwicklungslabor freilassen. Dilophosaurus, Velociraptor und Ankylosaurus. Kann ich den Ceratosaurus wieder abschießen? Da brauche ich das Auto nicht mehr. Das kann man hier auf den Inseln auf verschiedenste Weise interpretieren. Aufgabe hinzufügen. Verstanden? Abschießen. Fertig. Aber das ist wahrscheinlich nicht besser. Brauche ein Ceratosaurus so jetzt also. Noch im Momentan nicht. Jetzt versuche das Auto da rauszukommen. Ich habe es einfach im Wasser geparkt. Gehen wir von vorn. Neue Dinos, ausbrüten, schlüpfen lassen, unterbringen. Sie kennen den Ablauf. Hey, hört alle her. Wir machen eine Show. Ein Spektakel, das sich über hunderte Millionen Jahre erstreckt. Sorry, ihr überlebt es vielleicht nicht. Oh, ich mag einfach Ian Malcolm. So, da kann ich den nämlich wieder verkaufen, da brauche ich den jetzt erstmal nicht mehr. Genauso wie ich den Metriacanthosaurus erstmal nicht brauche. Zwar kann so ein großer Fleischfresser wie Ceratosaurus und Raptor schon ein bisschen in Schach halten, beziehungsweise ablenken. Ich glaube aber auf ewig wird das auch nichts. Irgendwann wollen die Raptoren versuchen, die Oberhand zu gewinnen. Und dann lohnt es sich eben auch nicht. Also in dem Fall tschüss, Mann. Tschüss, Mann! Produkt in der Luft. So, da fliegt er dann vor sich hin. Genau wie der Chunkingosaurus. So, die Quest, die Dilophosaurus und Velociraptor. Ist es eigentlich schon zu viel, wenn ich für den Velociraptor mache? Oder geht das noch? Weiß, was ich mache. Ich verkaufe Minion 3. Und er schafft mir einen neuen Minion 3. Kein Problem. Minion 3. Ja. Ausbrüten. Schon wieder daneben. Ah, die haben getroffen. So. Da wird nämlich ein Minion 3 verkauft, der andere Minion 3 ist dann in Entstehung. Da habe ich zumindest den Velociraptor schon mal geschafft. Die Dilophosaurus habe ich auch geplant. Vielleicht sogar in dem neuen Gehege da, wo ich eigentlich Quicktinsaurus geplant habe, weil Quicktinsaurus war jetzt auch damit drin bei den Gestrotiumimus. Wie lange brauchen die eigentlich? Ja, braucht noch eine Weile. Ich hoffe, da geht dann jetzt wieder nicht wieder runter. Ich meine, mit Vieren und so werden die erstmal hoffentlich glücklich sein. Und das eine, der eine Ausbruchsversuch, das ist ja nur wegen der undichten Zaun, weil die verlieren eben Elektrizität dort.
Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Na gut. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Ja, Claire, das werden wir. Immer. Ah ja, hier. Hier kann ich auch einen Ankylosaurus ausbrüten. Den brauche ich auch. So. Und jetzt widme ich mich mal dem Gehege, was ich eigentlich für Quickensaurus ursprünglich geplant hatte. Und zwar ist es das hier. Warte, wo ist mein Bunker? Jetzt schon, oh, jetzt kommt schon wieder ein Sturm. Jetzt, wo ich wieder was schaffen will und so. Bunker, Bunker, Bunker. Bunker, Bunker. Wo ist mein Bunker? Oh, ist das so weit weg? Hier. Los, alle rein! Wenn jetzt nämlich Schäden kommen, dann nur wegen dem Gehege. Also. Ich denke aber, dass ich genug Bunker habe, um den ganzen Park abzudecken. So wie es aussieht, sind bisher auch keine. Hier und extra hier. So. Freilassen. Und gleich wieder zum Abschluss freiheben. So, jetzt geht's los. Kann ja sein, dass sich der Ceratosaurus wohlfühlt. Aber mein WA-Ruf nur mal sicher gehen. Und ich denke, dass die sich nicht unbedingt untereinander vertragen. Mal keinen Schaden. Ist ja cool. So, da können wir jetzt wieder unsere Bunker aufmachen. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. Und den Ankylosaurus in diesem Park willkommen heißen. Ah, vielleicht mache ich das doch. Dass ich diesen sanften Riesen jetzt behalte? Bei Ihnen sieht es im Sozialen ziemlich gut aus, ja. Bestand ist auch in Ordnung. Nein. Für den ist das alles jetzt hoch. Für den ist das alles ein bisschen zu hoch. So, dann gehe ich mal hier hin. Du bist der neue Minion 3.
Und jetzt brauchen wir nur noch ein Dildo. Ach, weißt du was? Wir versuchen einfach mal was. Eine Futterstation muss aufgefüllt werden. Ah, nein, ich sehe Zaunschaden. Ich sehe Zaunschaden. Ranger. Ranger Team. Repariere das. Unterwegs. Hier ist ein Zaunschaden. Hier muss nachgefüllt werden. Aufgabe erhalten. So, davon mache ich drei. Mache ich einmal Treffsicherheit und nochmal Treffsicherheit. Okay. Kein Wunder, dass die nicht treffen. Beziehungsweise meine ACU-Helikopter, obwohl ich das erforscht habe. Ich muss es erstmal anwenden. Muss ich mir merken. Aber das kann man nicht auszubekommen. Ja, das ist nur der ACU-Helikopter. Ich muss zum Zentrum das zu upgraden. Mehr Nachladetempo 2.0, nochmal 2.0, nochmal erstmal 1.0 und 1.0. So, mal sehen, ob das dann besser ist. Derweil gehen wir hier nochmal hin. So, was können wir eigentlich noch hier machen? Grabungstempo kann man erhöhen. Noch mehr Grabungstempo erstmal. Und Grabungstempo. Braucht das sicher nicht so lange, oder? Naja, ich sag 2 Minuten verbleibend. Hat sonst auch immer gesagt. Das war falsch. So, da muss was aufgefüllt werden. Es ist da. Warum hat dieser Raptor ein Entertainment? Oh. Ich glaube, ich weiß warum. Ist das Minion 3? Ja, das ist Minion 3. Das ist mein Quest-Raptor. Der Auserwählte. Jetzt brauche ich noch einen Quest. Die Lophosaurus. So. Brütet der eigentlich schon? Ich wollte ihn mal bei den Raptoren reinsetzen. Um mal zu gucken, wie das sich entwickelt. Ja, tatsächlich. Lass ihn in die Luft rausfallen. Geben, was sie wollen. Quantität und Qualität. Vor allem Quantität. Jetzt geht's los. Verdammt, wir haben ein Problem. Das Stromnetz der Insel ist außer Betrieb. Jetzt gilt's. Wir aktivieren das Notfallprotokoll und sorgen für die Sicherheit der Gäste. Verstanden? Hoffentlich. Lambert hier. Sieht so aus, als wäre die Krise menschenwert. Sabotage? Offenbar. Fällt Ihnen jemand ein? Feinde, Rivalen, Neider. Die Liste ist endlos. Allerdings. Ich schau mal, was ich finde. Lambert Ende. Ach du Kacke. Wer hat das Licht ausgeschaltet?
Hilfe, neu starten. Stromausfälle sorgen von Zeit zu Zeit über reduzierte Leistung. Sabotage kann Kraftwerke lahmlegen und dazu führen, dass Gegentore für einen gewissen Zeitraum geöffnet werden. Hätten Sie den Ranger stützen lassen? Ich muss auf jeden Fall einen Bunker aktivieren. Solange hier eine Sabotage vorliegt. Hier ist es. Hier ist das Problem. Als ob dieser Ort nicht schon genug Schwierigkeiten machen würde mit dem ganzen Dino-Frisst-Menschen-Zeug und so. Jetzt auch noch Sabotage? Hoffentlich können sie damit umgehen. Wie das Ding ist fehlschlagen. Ah, nein! Mein Stromausfall! Ich glaube, der war noch aktiv. Sorgen Sie, dass für etwa 10 Minuten kein Stromausfall gegeben ist. Wer hat überlebt? Die Lophosaurus ist gestorben, okay. Kann ich den gleich mal wieder entfernen? So, jetzt brauche ich aber einen Hinweis. Hier ist was ausgefallen, hier ist was ausgefallen. Was ausgefallen und daran steigt es zu liegen. Oder? Da ist es. Das sabotierte Ding. Ranger Station. Neu starten. Nicht, dass hier noch irgendwas Schlimmes passiert. Vor allem, das kann sehr schlimme Folgen annehmen. Ich lass die schon mal alle wieder raus. So. Mal sehen, ob wir das jetzt gleich geschafft haben. Wäre kacke, wenn nicht. Dann hätten wir wieder eine undichte Stelle im Raptorengehege. So, aber scheint allgemein etwas komisch zu sein. Weil hier gibt es immer noch eine undichte Stelle. Natürlich auch, wenn hier das Ding ja nicht so ist, wie es soll. Gibt es ja eine undichte Stelle, genau. Ich glaube, deswegen kann es sein, dass... Haben die das als Notfalllager verwendet? Geht das auch? Ich komme da plötzlich auch alle auf einmal raus. Autsch. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Danke. So, wenn ihr aber das nächste Mal wissen wollt, wie es weitergeht und ob wir die Sabotage bekämpft haben, schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.